Hi Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Rambo die Bambo Generation Zero, der Robo-Schreck. Das wäre so, ich meine, das Spiel spielt 1989, wäre das Spiel zu der Zeit ungefähr in Deutschland als Film rausgekommen, dann wäre das wahrscheinlich der Untertitel. Dann würde das Spiel, ne, das heißt dann im Englischen Generation Zero und dann würde das Spiel im Deutschen wahrscheinlich der Robo-Schreck heißen. Oder so. Ich könnte mir das sehr gut vorstellen. Vielleicht Generation Zero, der Robo-Schreck, aber in den 80ern wahrscheinlich nicht mal. Da hätte es wahrscheinlich einfach nur der Robo-Schreck geheißen oder vielleicht auch sowas wie, weiß ich nicht. Wie heißt, je nachdem, wie heißt unser Charakter Sepulonia? Sepulonia, der Robo-Schreck. Irgendwie so. Das wäre super. Cheeranimo! Ich mache jetzt Jagd auf die Superroboter. Die haben hier lange genug die Gefilde hier unschädlich gemacht. Was? Das ist absolut nicht das, was ich sagen wollte. Und wie sagt man denn? Was haben die denn gemacht? Nicht unschädlich? Nicht unschändlich? Unsicher gemacht. Ja, das ist es, ne? Langweilig. Na gut, da ist er auch schon. Oh, der ist schon viel näher, als ich dachte. Hacken! Habe ich den jetzt echt erfolgreich gehackt? Huh. Oh, oh, warte mal. Ich dachte, du bist gehackt. Was denn jetzt? Okay. Interessant. Das wird gleich so nach hinten losgehen, wenn er nicht mehr gehackt ist. Tja, so viel dazu, ne? Ich meine, wenn jetzt ein anderer Gegner in der Nähe gewesen wäre und er hätte den auch noch attackiert, wäre es noch viel cooler gewesen. Aber ich muss schon sagen, it's super effective. Kann man nichts sagen. Gefällt mir. Aber wenn es nicht geklappt hätte, wer weiß, was dann Schlimmes passiert wäre. Naja, hat hier wer Hanf angebaut? Ne, das sind kleine Tannen. Klitzekleine Tannen. Wir schaffen das. Los geht's. Okay, wir gehen zu Fuß. Oh, oh, das wollte ich nicht. Ups, ihr habt nichts gehört, Roboter. Ihr habt nichts gehört. Ich bin super stealth. Ich bin Stealthy Katikoa. Das klingt, das ist ein Pokémon. Die Digimon-Designer hatten schon recht. Das hat jetzt, glaube ich, nicht funktioniert mit dem Hacken, aber der wird auch nicht aggro deswegen. Ich kann die jetzt weiterhin beobachten und einfach eine Minute warten, bis ich wieder hacken darf, weil der hat diesmal Freunde dabei. Und diesmal kann ich die wirklich aufeinander losgehen lassen. Ich glaube zumindest, dass der Freunde hat, oder? Da guckt er. Da guckt er mit seiner kleinen Kamera vorne. Der Beherrscher von Veslan. Von WLAN. Der ist also schuld, wenn mein WLAN ausfällt? Na warte. Dich mache ich fertig. Sieben, sechs. 5, 4, 3, 2, 1 und hacken. Hat's wieder. Doch, diesmal hat's funktioniert. Jetzt schnell. Schnell! Oh, warte mal, da ist ein Freund von ihm. Warum greift er denn nicht an? Hat's doch nicht funktioniert? Shit, keine Ahnung. Ich hab Angst. Ich gehe lieber wieder. Doch, eigentlich ist der gehackt. Warum kämpfen die denn nicht gegeneinander? Ha,
Seltsam. Der hat jetzt so einen blauen Schimmer. Ich dachte, der wäre gehackt gewesen. Der Beherrscher des WLANs. Aber vielleicht habe ich mich getäuscht. Ich muss mal gucken, ob ich bei seinem Freund da hinten eine höhere Hackchance habe. Gleich geht's wieder. 8, 7, oder 6, oder 4, oder auch 3. Wer weiß. So, schauen wir mal. 60. Nee, 60, 60. Eigentlich egal. Warum funktioniert das nicht mit dem Hacken? Mit zwei gleichzeitig, ehrlich gesagt, habe ich ein bisschen Angst, mich hier anzulegen. Mit denen gleichzeitig. Aber warum kämpfen denn die nicht gegeneinander? Ich habe jetzt dreimal versucht, ihn zu hacken und einmal dachte ich, hätte es funktioniert. Aber vielleicht habe ich mich getäuscht. Vielleicht ist es einfach dreimal schief gelaufen. Die KI ist so nice. Moonwalken können sie. Ich meine, die Big Dogs machen irgendwie vom Design her auch noch Sinn und so. Und gibt's ja wirklich, sind ja realistisch. Aber die sehen komisch aus. Aber stylisch. Cool. Haben was. Ich versuche jetzt mal, den zu hacken. Vielleicht kann man es nur einmal versuchen, aber das Spiel sagt einem das gar nicht. Hack! Hack, hack! Bling, blung. Der ist wieder nicht gehackt. Ich versuche es jetzt noch einmal. Oder... Die 50 Sekunden haben wir. Die warten wir noch schnell. Und wenn das jetzt nicht funktioniert... Oh, ich könnte ihn gerade so schön sprengen. Da juckt es mir aber schon jetzt im Triggerfinger. Das war's wert. Autsch, Mensch, da tut ein Treffer schon echt weh von denen. Oh oh. Oh oh. Autschi. Ich bin tot. Ich habe mir gedacht, jetzt YOLO, einfach drauf. Manchmal hilft's nichts. Hat funktioniert. Bin stolz auf uns. Na, das mit dem Hacken hat jetzt nicht funktioniert. Das war schade. Ich hätte die sehr gerne gesehen, wie sie gegeneinander kämpfen. Ich habe es viermal versucht, glaube ich jetzt, oder? Wenn mich nicht alles täuscht. Mit einer Wahrscheinlichkeit von 60%. Ja, ich meine, ne, ist doof, ist unwahrscheinlich. Könnte schon sein, dass es einfach viermal nicht geklappt hat. Bei einer 60% Chance... Wäre das nicht so ungewöhnlich jetzt eigentlich. Aber schauen wir mal. Versuchen wir es bei den nächsten Gegnern nochmal. Ich habe von den Bossen mehr erwartet. Aber gut. Ein Bunker? Ist der optional? Ich will gar nicht. Ich will nicht in den Bunker. Wir folgen der Straße. Es wird gleich dunkel. Ich hätte gern mein Draht. Aber das liegt jetzt sonst irgendwo ganz weit weg. Ich höre, glaube ich, Robomils, oder? Jetzt im Regen höre ich gar nichts mehr. Ah, okay. Die sind schon kaputt. Ich meine zumindest, und das finde ich ja eigentlich schon direkt cool, liegen zu wenig tote Menschen rum, als dass die wirklich alle tot wären. Das heißt, das Mysterium, wo die sind, bleibt immer noch so im Hintergrund bestehen.
meine, viel Bevölkerung war hier andererseits auch wieder nicht in der Gegend, wenn man sich so die Häuserdichte anguckt. Wer streckt denn da sein Beinchen vor? Heck, heck! Bling, blung! Und jetzt, hat's funktioniert oder nicht? Ich hätte gern mehr Feedback-Spiel. Ich hätte gern mehr Feedback von dir, ob der Heck funktioniert hat oder nicht. Du kannst nicht einfach nix machen. Ich meine, der hat dann, glaube ich, beim ersten haben wir es gesehen, eine blaue Aura, wenn es erfolgreich war, aber... Naja, keine Ahnung. Kannst du nicht bling oder bdu oder sowas machen? So ein bisschen Feedback halt für mich. Ja, schon gut. Der Wüter von Stenuden. Moment, ist jetzt da hinter dem Stein einer oder nicht? Der Wüter von Stenuden. Ah, da ist wirklich einer. Aber du bist nicht der Wüter von Stenuden. Du bist irgend so ein Hunter-Prototyp. Den ich jetzt erfolgreich gehackt habe. Mist, die haben mich gesehen. Okay, gut. Eieieiei. Oh, zu spät. Eieiei, das sieht nicht gut aus. Der Wüter von Stenuden ist wütend. Okay, einigen wir uns doch einfach auf unentschieden, oder? Stenuden. Komm schon, Wolf. Stell dich nicht so an. Ich dachte, du bist cool. Hack! Hey, warte mal! Alter! Bist du jetzt gehackt oder was? Oder nicht? Oder wie? Hä? Jetzt weiß ich selber nicht. Wolf? Kämpft jetzt da hinten gegen andere Roboter oder was ist da los? Und wer schießt da auf mich? Oh oh, jetzt kommt er wieder zurück. Jetzt, wo die Kavallerie da ist. Wahrscheinlich nicht mehr gehackt. Okay, ich habe keine Ahnung, was da gerade los ist hier. Ich weiß nur, dass er nicht mehr viel aushalten kann, genau. Wow, Dude. Mein Gott, die sind überall. Gut, er ist jetzt mein Freund, Gott sei Dank. Kann das sein, dass der Große einfach irgendwie Feinde angelockt hat durch seinen Kampf jetzt hier quasi? Dadurch, dass ich ihn kurz gehackt habe.
Ich esse so viel Heilpakete. Es ist irre. Alter. Alter. Was ist denn da los? Ist mir eigentlich egal, hack irgendwen. Das hat nicht funktioniert, shit. Da oben ist auch noch, was ist denn, wo bin ich denn hier reingeraten? Um Himmels Willen. Und ich erwische die nicht mehr, es sind zu viele. Und, hat es geklappt? 80% Wahrscheinlichkeit? Nein? Sehr gut. Warum eigentlich nicht? Ja, jetzt wieder. Na, jetzt bin ich so gut wie tot. Okay. Nix passiert. Nix passiert. Nur ein bisschen ausgerutscht. Alles gut. Oh! Oh! Wo kommt der denn plötzlich her? Oh Gott. Das hat funktioniert. Endlich! Mensch, weißt, unterm Kampf, wo ich es echt hätte brauchen können, nix, aber jetzt. Wie, ist das schon wieder vorbei jetzt, seine Bekehrung, oder was ist los? Der hat ziemlich, ich bin mir fast sicher, dass der blau geleuchtet hat, aber jetzt schießt er schon wieder auf mich, oder wie? Hä? Ach, komm schon. Ich glaube echt, das Problem war, dass ich ihn gehackt habe, witzigerweise. Und dadurch hat er ganz viele Hunde angelockt, die irgendwo in der Nähe waren. Ah, okay. Aber einer lebt noch, genau. Aber der dürfte jetzt nicht mehr das große Problem sein. Oh, zwei noch. Okay. Drei noch. Oh Mann, ey. Wie, woher und warum? Ich glaube, ich habe ungefähr 50 Heilpäckchen jetzt gegessen, wenn es reicht. Ah, der ist schon tot. Mist. Na, das dürfte Erfahrungspunkte bringen, oder? Will ich doch mal hoffen.
warte immer noch auf die Kampf-Abgeschlossen-Meldung. Aber sie kommt nicht. Heißt das, es sind noch Gegner in der Nähe? Oder kann das Spiel selber nicht glauben, was hier gerade passiert ist? Tja, das war schon ein bisschen verrückt. Das war schon ein bisschen verrückt. So, jetzt habe ich aber das eine Problem, dass ich mir nicht mehr sicher bin, wer jetzt der Held von Hohlspitz war und ob ich den jetzt geplündert habe und wo der gestorben ist. Das wäre natürlich sehr schade, aber ich glaube tatsächlich, es könnte sein... Nee. Na, keine Ahnung, aber auf jeden Fall hoffe ich... Ich glaube, ich habe den geplündert und der hatte einfach nur irgendwie Munition oder so. Bisschen lame. Abgesperrt. Aha. Okay. Ja, das war verrückt, oder? Irgendwie funktioniert dieses Hacken nur so semi-gut. Also erstens, weil die Wahrscheinlichkeit, dass es funktioniert, sehr gering ist. Mitten unterm Kampf ist es fast eher doof. Zweitens, weil sich die KI halt, wenn sie gehackt ist, sehr seltsam verhält. Und die kaum gegeneinander kämpft irgendwie. Wenn dann nur ein bisschen so. Und drittens habe ich vergessen. Aber gab es auch noch. Ach, weil es ewig dauert. Weil gerade im Kampf diese Animation hier so unnötig lang dauert. Komm schon, guck einfach in das fucking Fernglas. Also wirklich. Warum kann unser Teenager jetzt gleich nochmal Roboter hacken, indem er durch ein Fernglas guckt? Ich meine, ich frage nur. Ne? Ich frage ja nur. Würde mich interessieren, wie das so erklärt wird. Gedankenkontrolle. Dein Verstand zu meinem Verstand. Dein Geist zu meinem Geist. Ich weiß nicht, wie das auf Deutsch geht. Ich kenne es nur auf Englisch. Also das stimmt nicht, als Kind habe ich das natürlich auf Deutsch auch öfter gehört. Die Vulcan Mind Melt, die vulkanische Gedankenverschmelzung oder so, aber ich kann mich nicht mehr erinnern. Aber die deutsche Synchro von Next Generation zumindest, auch wenn da gar kein Vulkanier vorkommt in den Hauptrollen, ist gut. Habe ich mir jetzt wieder gedacht. Da sind eigentlich die meisten Figuren echt sehr gut getroffen. Sehr gut. Die englische Synchro von... Hallo? Die englische Synchro von... Yakuza Like a Dragon ist dagegen, finde ich, leider wirklich nicht gut. Ich habe das jetzt erst auf Japanisch komplett durchgespielt und habe dann jetzt auf Englisch mal umgestellt, weil ich mir gedacht habe, so, ach ja, man liest halt doch nicht immer die Untertitel so gründlich, da sind ein paar Details verloren gegangen, vielleicht könnte man die Story auf Englisch nochmal spielen, aber ich finde die englische Synchro echt nicht gut, weil... Wahrscheinlich haben die das wieder an irgend so ein Synchronisationsstudio gegeben, das hauptberuflich Anime synchronisiert oder so, weil sie sich gedacht haben, ja, ist irgendwas aus Japan, das machen die schon. Auf jeden Fall sind die ganzen Charaktere im Englischen, also in der englischen Synchro, voll die Klischee-Anime-Charaktere von den Sprachen her. Und das sind die eigentlich nicht wirklich. Die Stimmen passen teilweise, finde ich, zu den Charakteren gar nicht. Und die werden dadurch zu Klischees, die sie in der japanischen Synchro eigentlich nicht sind. Und das finde ich ein bisschen schade. Und dann kommt auch noch dazu, dass die auch einfach viel umgeschrieben haben. Aber das macht ja die englische Synchro bei Anime leider oft oder bei so japanischen Sachen. Da bin ich echt froh um die deutsche Synchro immer, weil die sich doch meistens sehr gut ans Original hält. Während die englische Synchro oft wirklich einfach macht, worauf die Bock haben. Und einige Szenen,
Also das Spiel, ich meine, so albern und abgedreht das Spiel teilweise ist, so ernst ist es auch teilweise wirklich. Und gerade gegen Ende wird es tatsächlich sehr emotional und sehr herzzerreißend. Und ich hatte in der japanischen Synchro am Schluss echt so ein bisschen Gänsehaut und Tränen in den Augen, weil das ist richtig gut gemacht. Also total super. Der Schauspieler gerade vom Hauptcharakter da, das ist richtig gut. Oh, warte mal, da ist noch einer. Ich dachte, wir haben alle. Und das macht die englische Synchro nicht katastrophal, aber auch nicht wirklich super. Hey, du bist mein Freund, hör jetzt auf. Mann, ey. Und noch ein paar so kleine Frustschüsschen. Du hast mich zwar gehackt, aber den kriegst du noch ab. Hat er sich gedacht. Schnell, schnell, schnell. Shit, hat nicht gereicht. Genau, so machen wir das jetzt. Einmal du und jetzt darf wieder ich. Okay, das war doch nett. Ich habe total vergessen, dass es den noch gibt. Ich dachte, wir hatten schon alle, aber jetzt haben wir wirklich alle. Und hier könnten wir jetzt noch ein Relais kaputt machen. Das gibt wieder ordentlich Erfahrungspunkte. Wegpunkt entfernen, Wegpunkt setzen. Okay. Genau, warum nicht? Latschen wir dahin. Holen wir uns noch ein paar Erfahrungspunkte. Aber wartet mal schnell. Erstmal gehe ich kurz ins Inventar und rüste uns ein paar neue so Bomben- und EMP-Waffen und sowas aus. Hey. Ach so, okay, ich hab's mir schon gedacht. Ein selbstgeklebtes Notfallsignal. Weil ich war mit dem Cursor schon auf dem hier, aber es hat mir noch das Bild angezeigt. Und ich habe mir gedacht, okay, das große Bild und das kleine Bild passen aber sowas von nicht zusammen. Aber ja, okay. So. Jetzt aber, Leute. Ich kann leider nicht mehr sprinten. Na, wie gesagt, die englische Synchro macht das gerade am Schluss zwar nicht schlecht, aber teilweise sind Sachen umgeschrieben und wirken, finde ich, ganz anders. Ganz, ganz anders und nicht so gut. Ich meine, das ist vielleicht Geschmackssache mit gut und schlecht, aber definitiv anders. Das finde ich immer nicht gut. Ich bin Fan davon, ich bin Freund davon, wenn Sachen so nah wie möglich am Original bleiben. Bud Spencer und Terence Hill mal ausgenommen. Das war auch schon wirklich die einzige Ausnahme. Und ich habe gehört, die Mickey Mouse Comics sind anscheinend im Deutschen auch wesentlich besser als im Original. Okay, von mir aus. Mickey Mouse und Bud Spencer dürfen das. Aber alle anderen bitte nah am Original bleiben. Damit man sich vom Original entfernt, braucht man, glaube ich, einfach wirklich fette Skills. Und die hat halt nicht jeder. Das soll überhaupt kein Diss sein, ist einfach so. Nur wenige sind wirklich, 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 wirklich genial in dem, was sie tun. Und die dürfen dann von mir aus umschreiben. Ein bisschen. Aber lieber nicht. Ich meine, gut, wenn das Original jetzt totaler Schund ist. Nein, lieber beim Original bleiben. Guckt, so geht's los, ne? Da gewährt man so einen kleinen Freiraum und schon eskaliert's. Deswegen, nee. Ich nehme alles zurück. Auch Bud Spencer, Terence Hill und Mickey Mouse dürfen nichts umsynchronisieren. Immer beim Original bleiben und Schluss. Da muss man eine harte Linie fahren, sonst kommt plötzlich auf einmal jeder daher und sagt, na, aber ich bin auch genial. Und dann haben wir den Salat. Hey, mir werden aber auch irgendwie keine Erfahrungspunkte mehr angezeigt. Bin ich schon auf Maximallevel oder was ist los, Spiel? Was ist eigentlich passiert? Okay, ich bin wirklich noch nicht aufgestiegen, aber eigentlich schon kurz davor. Und mir zeigt es keine EP mehr an. Eigentlich müsste das aufploppen.
Aha, warte mal, wenn ich das hier nochmal hochlevel, dann sind die länger gehackt anscheinend. Glaube ich. Level 1 für 20 Sekunden gehackt, das ist nicht lange. Wenn ich das verbessere, dann sind die länger gehackt anscheinend. Kann ich mir jetzt irgendwie nicht anschauen, aber wahrscheinlich ist es so. Okay. Das ist wirklich komisch. Bei den anderen Skills steht dann dabei, was Level 2 bringt. Hier nicht. Hier steht nur Level 1. Ach, warte, ich kann runterscrollen. 40 Sekunden, doppelt so lang gehackt. Ja, gut. Das müssen wir dann auf jeden Fall noch nehmen. Ansonsten könnte ich mir vorstellen, dass wir hier Wissbegierde nochmal nehmen, damit wir noch mehr schnelle Erfahrungspunkte kriegen. Aber ab dann würde ich mich jetzt tatsächlich mal auf Kampf spezialisieren. Nachladetempo, so Sachen. Mal gucken. Was ist denn das? Schadenswiderstand, na, zum Beispiel. Ja, genau, das ist, glaube ich, der nächste Baum, den wir uns dann vornehmen. Einer von den beiden auf jeden Fall. So. Es ist mitten in der Nacht, überall sind Killerroboter und wir stehen im Wald. Wir sind schon ziemlich tough, muss man schon sagen. Gehen wir mal zu unserem Missionsziel Over and Out. Querfeldein. Aber brich dir nicht das Bein. Ich meine, wir haben noch genug Medkits, bricht dir das Bein ruhig, aber übertreib's nicht. Wir sind leider immer noch ein bisschen überladen. Ich dachte, wenn ich die Sprengpackung benutze, stimmt eigentlich. Jetzt, wo ich sage, könnten wir gleich eine neue Sprengpackung ausrüsten wieder. Irgendwas. Irgendwas. Egal, wirklich. Von mir ist auch das Funk. Was macht das Funkgerät? Mobiler Sammelpunkt. Ach so, das kann ich eigentlich irgendwie scrappen oder wegräumen. Hey, ich habe gar nicht mehr so viel. Ich habe gar nicht mehr so viel Fallen und Sprengsätze und sowas. Ich habe am Anfang zu viel gescrappt. Und jetzt habe ich keine mehr. Habe ich jetzt davon. Ella Badge. Selber schuld. Stimmt schon. Ich bin immer verwirrt, weil ich will die Karte gucken. Hier, Grantrop. Da waren wir, glaube ich, noch nicht. Also, da waren wir da schon fertig mit Umschauen überhaupt? Ja, doch, ich glaube schon. Gehüft. Ach ja, genau, ich wollte mal kurz schauen noch wegen den. Ich habe viele Waffen in letzter Zeit aufgehoben. Da, guck mal, ein anderes, neues Jagdgewehr. Ein anderes als das Mäuser. Hat irgendwie so ziemlich die gleichen Werte, oder? Irgendwie. Benutzt andere Munition. Ist ein Ein-Stern-Ding. Und ein Sturmgewehr. Ich dachte, es wäre eine Kalaschnikow, aber anscheinend ist es keine AK, sondern eine AL. Naja, aber könnte auch interessant sein. Nee, macht aber weniger Schaden. Ich bin ein Freund von auch vollautomatischen Gewehren, die pro Schuss noch ordentlich Schaden machen, weil das spart im Endeffekt dann doch Munition. Aber die sehen wirklich sehr identisch aus. Ich glaube, die obere hat sogar ein bisschen bessere Handhabung noch und so. Aber okay. Das meinte ich. Ich habe doch vor ein paar Folgen gesagt, Balancing ist blöd. Und genau das ist es. Genau das ist es, warum ich kein Freund von zu starkem Balancing bin und somit auch von Multiplayer-Spielen, wo Balancing natürlich logisch wichtig ist. Das verstehe ich schon. Aber das macht die Singleplayer-Erfahrung kaputt. Weil wenn ich so eine neue Waffe finde, will ich, dass die entweder sehr krass abweichende oder einfach bessere Werte hat. Und irgendwie Waffen, die hier so ein Prozent mehr und dafür hier ein Prozent weniger, aber dann 2% Rüstungsdurchdringen und mehr. Das ist mir wurscht. Das kann mich mal. Ich will einen ordentlichen, vernünftigen Unterschied sehen bei meinen Sachen. Und da darf ruhig mal was überpowered sein. Ich habe da überhaupt kein Problem damit. Ganz im Gegenteil. Ganz im Gegenteil. Gerade wenn man so ein System wie hier hat, das Kronensystem, darf erst recht noch irgendwie, also oder ein Level-System, dürfen manche Items erst recht noch überpowered sein, weil du dann trotzdem irgendwann wieder so hochlevelige Waffen von einer anderen Art findest, dass die eine überpowerte Waffe, die du schon hattest, nicht mehr, ne? Ich meine, das ist die eine gute Sache in Fallout 76 und ich weiß nicht, ob sie das mittlerweile auch schon gepatcht haben, aber es gab einfach Items, die waren einfach übermächtig. Explosionswaffen.
Explosions-Gatling oder sowas. Lächerlich überpowered. Und ich fand's super cool. Haben sie wahrscheinlich leider gepatcht, oder? Die haben viel gepatcht, mit dem Leute Spaß hatten. So gute Grinding-Spots und sowas. Das war, ist nicht klug, finde ich. Dass man Sachen patcht, die Leute gern mögen. Ah, na gut. Guck, das funktioniert nicht. Der ist jetzt gehackt. Der ist jetzt eigentlich auf meiner Seite. Der ignoriert die anderen aber vollkommen. Jetzt reagiert er. Ist aber bestimmt gleich nicht mehr gehackt. Ja, jetzt ist er schon wieder nicht mehr gehackt. Wahrscheinlich. Und jetzt schießen sie auf mich, genau. Ah, obwohl sie mich noch gar nicht gesehen haben eigentlich. Und das nervt. Da ist die KI zu schlecht, als dass das Hacking sinnvoll wäre. Das ist schade. Das ist ärgerlich. Segler, das sagt die KI im Grunde, Moment mal, wir haben den Feind schon gesehen, wie kann das sein? Und dann, ja genau. Bin ich der neue Feind quasi. Das ist nicht cool. Das Nachladen hätte ich mir sparen können. Ich meine, wenn die doppelt so lang gehackt sind, macht es vielleicht ein bisschen mehr Sinn, aber selbst da weiß ich auch nicht. Oh, warte mal, was? Bitte? Willst du mich verarschen? Das wäre schön, wäre ein Nahkampfangriff mit der Pistole. Weil das ist einfach lächerlich. Vor allem glitschen die dann auch manchmal noch so durch die Gegend. Ach ja. So ist das. So ist das eben. So, aber alle Rivalen sind jetzt besiegt und es sind auch keine neuen mehr gespawnt seitdem, oder? Oh ja, das ist ja voll easy peasy. Machen wir fertig. Ein Odo. Ein neues Odo. Na dann, hätten wir das geklärt. Gut, dass wir drüber geredet haben, Funk-Guy. So, wir haben auch wieder ganz viele Add-ons für unsere Waffen mittlerweile. Das ist cool. Schau ich mal schnell, ob da irgendwas für unsere Waffen, die ich jetzt aktuell habe, sinnvoll dabei ist. Ja, und wieder ein besseres. Oh, ein zweifach Rotpunkt-Zielobjektiv. Ich glaube, das ist mir sogar lieber als so ein vierfach Zoom-Ding, oder? Achso, warte mal. Ja, ich glaube, das ist für die Waffe besser geeignet. Gefällt mir. Gut. Schön, schön. Das sind genau die gleichen, ne? Und genauso einen haben wir eh schon drauf. Okay, Pistole. Wie sieht es bei dir aus? Ah, ein Schalldämpfer für die Pistole, ne? Warum nicht? Sind wir ein bisschen mehr Bond. Und ein erweitertes Magazin. Das finde ich schön. Mehr Schuss, mehr Patronen. Sehr gut. Das gefällt mir.
schaue ich mal kurz die anderen, die neuen Waffen an, was wir dafür theoretisch hätten. 4 Schuss, okay. Passen die gleichen Schalldämpfer drauf. Und ansonsten... Ah, 3 Sterne-Visiere. Passen da auch drauf. Und hier für das Sturmgewehr hätten wir zumindest ganz schön viel Vollmilch-Munition. Und auch... Ach nee, warte, da passt das gleiche drauf, theoretisch. Na gut. Und eine Pump-Action, aber leider wieder nur eine Stufe 1 Pump-Action. Schade. Da wird auch ein Rotpunkt-Zielobjekt Sinn machen, glaube ich, sogar für eine Schrotflinte. Schön. Na gut, Leute. Aber für heute ist erstmal Schluss. Jetzt muss ich mal gucken, weil ich meine Aufnahmesession für heute, glaube ich, beende. Und wir sind hier hinten eh fertig. Wir könnten jetzt theoretisch noch hier hin, aber müssen wir eigentlich gar nicht. Wo ist denn unsere Hauptmission? Da hinten wieder. Ah, der erste Kontakt. Da können wir uns dann theoretisch sogar hier in dieses Haus hier, in dieses Schnellreisehaus zurückschnellreisen, warpen. Aber aktuell sind wir überladen. Aber dann ist eh gut, weil wenn ich jetzt hier das Spiel beende, wird, glaube ich, soweit ich das verstanden habe, alles gespeichert. Und ich wache trotzdem in meiner letzten Basis wieder auf. Und insofern alles gut. Kann ich im Fotomodus... Nee, ich kann wirklich nur die Welt fotografieren. Ich kann nicht mal Emojis, Selfies machen. Ha. Naja, bis zum nächsten Mal. Ciao.